Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Federgewichten, Catchweight haben wir hier, 65 Kilo, das Limit, 3x3 Minuten ausgemachte Distanz. Che hat die Augen drauf, alles geht mit rechten Dingen zu. Mögen die Spiele beginnen, Martin Horsch und Paul Braun. Volle Halle, schon seit gut 2,5 Wochen ausverkauft hier im Münchner Olympiapark. Second Sound, Betreuer aus dem Ring, Second Sound, please. Ringfrei zur ersten Runde, First Round. Auf geht's zu Wheel of MMA, 64. Oh, und Paul Braun drückt gleich rein. Beide legen direkt los. Die ersten Kicks und Fäuste werden ausgetauscht. So. Und Braun kriegt gleich die Anweisung nach vorn gehen. Schöne Rechte drin gewesen wieder von Braun. Und wieder, oh, die Fäuste sind schneller, sind besser im Ziel bei Paul Braun. Wieder zwei Hände, die schön getroffen haben. Und geht dann gut aus der Linie, jawohl. Horsch ist ja der Größere, hat mehr Reichweite. Schnell zwei, drei Hände und wieder eine weg. Schöne Kombination von Braun. Also bisher kann er den besseren Treffer landen. Ja, versucht Horsch den ersten Takedown. Hast. Hebt ihn aus, er wird ihn zu Boden bringen, jawohl. Takedown zählt für Martin Horsch. Aber Braun hat den Arm drin. Ne, reicht nicht für eine Guillotine. Ja, Horsch macht eine gute Arbeit am Boden. Blockiert die Arme von Braun. Entschuldigung, nicht die Arme, die Beine von Braun. Das war blitzgefährlich und jetzt macht Braun den sogenannten Kardinalsfehler. Gibt den Rückenpreis. Aber Horsch kriegt die Beine nicht beide rein. Hat einen drin. Hat etwas Kontrolle verloren, dadurch, dass das eine Bein jetzt nicht mehr um den Körper von Braun ist. Zieht ihn jetzt rüber, das war wiederum gut und nachlässig von Horsch. Der hat sich da zu leicht drüber kippen lassen. Boah, und man hört hier Sascha Sharma, wie der Dampf gibt als Coach. Horsch versucht einen Würgegriff anzusetzen mit Hilfe seiner Beine. Ja, hat er, und da war's vorbei. Tatsache. Ach, gibt's doch da nicht. Da hat er ihn richtig schön erwischt gehabt. Wir haben nur die Rückenansicht gesehen und es war ich wollte gerade ansprechen, dass er den Würgegriff ansetzt und wollte noch ein paar Worte dazu sagen und dann zieht er das Ding schon durch. Dieser Martin Horsch, guck ihn dir an. Hat einige Fäuste erstmal nehmen müssen zum Beginn des Kampfes. Ah, Lippe war auch schon so ein bisschen kleiner Mini-Cut bei Horsch. Aber dann hier, Schlüppe drunter weg, jawohl. Also spektakulär, wie Martin aus der Rückenlage hier die Submission ansetzen konnte. Mensch, hoffentlich kriegen wir da nochmal eine Aufnahme von der anderen Seite. Es war gar nicht sogar zu erkennen, dass er den wirklich so gut drin hatte. Ich war jetzt selber überrascht. Ich hatte den Ansatz gesehen, dachte mir, oh, das macht er gut. Aber dass es dann so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet. So ein Bübchenlächeln, der Bursche, ja. 2003. Jahrgang 2003. Na, da können wir gespannt sein, was da noch kommt. Der darf gern wiederkommen und Paul Braun darf auch wiederkommen. Das wird ihn auch wurmen, dass das jetzt hier so schnell und für ihn so leider so ohne Action zu Ende ging hier. Und Paul Braun hat definitiv gut angefangen. Ja. Er war im Stand, der dominierende Kämpfer, hat tolle Treffer gelandet. War ja dann auch ganz gut, dass er sofort dann Horsch abwerfen konnte, sei nicht am Boden, auch als wenn er jetzt die Initiative kriegt und plötzlich ist er drin. Absolut richtige Entscheidung von Martin, meine hier auf den Boden zu gehen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Kampf 1 des heutigen Abends war kurz, aber heftig. Und die Jungs haben die Latte für alles, was folgt, ziemlich hoch gelegt, finde ich. Dementsprechend hätte ich gern großen Applaus für beide Kämpfer. Martin Horsch, Paul Braun. Schön, dass er mit MMA dann gewinnen kann. Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 1 endete nach 1 Minute 23 Sekunden in der ersten Runde bei Tap-Out. Grund dafür war ein Triangle Choke und, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sieg geht an den Mann von Regensburg, Martin Horsch. So, da halten wir einfach mal fest. Das Ganze steht da hier auch ein bisschen. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.